Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Füller-Review hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Und heute möchte ich euch gerne einen Füller präsentieren, der mich optisch sehr angelacht hat. Ja, eine Marke von einer Marke, die ich überhaupt noch nicht kenne, muss ich sagen. Aber ja, ich bin ja auch ziemlich neugierig, will immer gerne so Sachen ausprobieren, die ich halt eben noch nicht kenne, die auch andere vielleicht noch nicht so kennen. Aber ja, gut, ist ein Füller, den habe ich jetzt gekauft hier direkt aus Amazon. Ich vermute mal, der kommt auch aus Asien, also aus China. Gut, schauen wir uns den mal an. Kommt in dieser schönen, ja, Schatulle, sieht recht edel aus, ist aber eigentlich nur eine Kartonage mit einer beklebten ja, Außenstruktur hier, würde ich sagen. Nicht wirklich wichtig oder sowas, ja, mit dem Firmenlogo Lachiewa Lux. Oder Lachiva Lux, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, keine Ahnung. Auf jeden Fall verbirgt sich hier drunter. Das ist ein bisschen, ja, also ist ein bisschen tricky. Wenn man nicht genau weiß, wo das aufgeht, dann kann man sich schon daran echt aufregen. Ja, wenn wir dann hier aufmachen, dann sehen wir so ein paar Beipacksachen dabei. Ja, so Sachen, die womit wir den Arzt und Apotheker fragen können. Ja, der Füller ist hier natürlich drinne. Ja, so ein Doppelpack mit einer schwarzen und einer blauen Tintenpatrone. Keines bestimmten Herstellers, würde ich sagen. Und mitgeliefert bekommen wir da ein schönes Etui, Samt, so ein Dings halt, ne, wo wir den Füller drin transportieren können, damit das schick ist und geschützt ist. Ja, aus Filz würde ich sagen, ist das. Ja, das machen die Asiaten ja sehr oft, dass die so also diese Art von Etuis, Sleeves, wie man sie nennt, ja, Stofftütchen mit dazu legt. Ja, der Lachiewa Lux ist kein bestimmtes Modell, sondern das ist einfach, ne, der heißt so Lachiewa Lux. Ja, von der Optik her sieht man schon, natürlich, man muss sowas mögen, ist klar. Also dieser Anblick von Abalone. Abalone ist ja eigentlich so ein Material, ja, ist eine Muschel, die wird quasi gesammelt, und dann tut man aus dem Muschelmaterial ja sowas hier halt eben herstellen. Nutzt man auch oft jetzt gerade auch für den musikalischen Bereich, wenn man Gitarren herstellen möchte, die ein bisschen schön ja, dekoriert sind, einmal entweder als Schalloch bei Akustikgitarren eingesetzt oder als Griffbrettmaterialien, um das Ganze ein bisschen schillernder, ein bisschen farbenfroher zu gestalten, da macht man das. Ich finde, der Lachiewa Lux ist so ein bisschen eine, ich sage jetzt mal, Kopie von diesem schönen Füller hier, den ich auch schon gezeigt habe. Ja, Conklin Endura Abalone. Ja, bei dem sieht man, da ist das Blau in der Muschel ein bisschen ausgeprägter. Ja, wobei man auch sagen könnte, das ist tatsächlich Abalone. Und das würde ich eher so als Mother of Pearl ja, deklarieren. Ja, aber so genau steht das nirgendwo geschrieben, leider. Ja, was ich aber auch schon gleich gesehen habe, also nach dem Auspacken, ist, dass es hier so einige Stellen gibt, die, ich versuche es mal so ein bisschen einzufangen, wo ich bin nicht ganz sicher bin, ob das so sein soll. Ja, also scheinbar hier eine Materialunterbrechung. Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht genau sicher, ob das so sein soll, ob das im Inneren vielleicht aufgebrochen ist oder ob das nur eine farbliche Beschichtung ist. Ich weiß es nicht, ja. Man sieht aber solche Unterbrechungen auch hier nochmal. Ja, also es ist stellenweise, hier ist ein Riss drinne. Ja, ist mir nicht ganz klar, wie gesagt, ob das so sein soll. Auch hier an der Kappe merkt man hier und da so ein paar Stellen, wo man sich fragt, ist da das Material ausgegangen oder was ist da los? Ja, gut, für jemanden, der jetzt sagt so, hey, der Füller, der hat 90, 95 € gekostet, dann muss das schon stimmen. Ja, gebe ich auch echt zu. Das hätte vielleicht ein bisschen besser sein können.
Dafür haben wir aber dieses Material eigentlich fast am ganzen Füller hier kleben oder ja, daraus gemacht. Auch wenn wir jetzt hier den Füller öffnen, auch hier der Griff, der hat dieses schöne Material. Gut, wenn man jetzt nicht so genau hinguckt, ja, dann fällt es einem kaum auf, ja. Was aber einem auffällt, ist jetzt schon gleich, welche Feder da benutzt wurde, nämlich so eine Schmidt-Feder, eine Schmidt-Jovo-Feder in der Stärke F. Ich habe versucht, eine zu finden oder diesen Füller zu finden mit einer M-Feder. Die Asiaten mögen aber keine M-Federn, die mögen auch keine B-Federn, die mögen F, F und EF, ja. Und ich habe aber nur eine gefunden mit der feinen Feder und da habe ich mir gedacht, gut, diese Federaggregate, die sind ja recht bekannt, die kann man auch schnell mal austauschen. Ich meine, so eine Ersatzfeder von Schmidt oder Jovo, so gesagt, kostet im Onlinehandel so um die 20, 25 €, ja, aus Stahl, ist ein Preis, wo ich sage, geht. Also zum Austauschen auf jeden Fall kann man machen. Eine gute Alternative, wenn man sich einen Füller kaufen will, der schick ist, der auch gut in der Hand liegt, wie ich finde. Also er liegt unheimlich gut in der Hand, ja, erstaunlicherweise. Selbst mit der Kappe, die man hier unten aufstecken kann, man hört es auch schon, es rastet ein. Ja, also nicht so wie ich, wenn ich ausraste, es rastet ein, nicht aus. Ja, oh, kleines Wortspiel. Der war schlecht. Ja. Und da kann man dann auch sagen, wenn ich jetzt wollte, wenn ich jetzt die Zeit hätte, wie auch immer, könnte ich jetzt mir eine neue Feder nachbestellen und den Füller damit ausrasten, nicht ausrasten, ausstatten. So, das wollte ich sagen. Ja. Die Kappe, und das ist jetzt das Gute an dem Füller, die Kappe scheint mir luftdicht zu sein, ja, denn ich habe diesen Füller hier schon seit ein paar Wochen in meinem Etui beziehungsweise in meinem Pantry herumliegen und überlege die ganze Zeit, na, schreibst du jetzt was damit? Ich benutze ihn sehr selten. Die meiste Zeit lag er jetzt wirklich nur im Pantry herum. Ja, weil ich so viel Füller habe, dass ich gar nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist, ja. Die einen oder anderen von euch kennen das bestimmt, ja. Dennoch aber, die Kappe schließt so gut ab. Die ist luftdicht, ne? Die schließt so gut ab, dass wenn ich jetzt den Füller herausziehe, also er schreibt sofort an. Absolut keine Probleme, ja. Das Gute ist auch bei dem Füller, dass er zum Aufschrauben ist. Klar, man sieht es schon gleich, es ist ein Patronenfüller, logisch. Er ist ja hier geliefert worden mit diesen Standardgrößen, Patronen. Das heißt Standard, man könnte auch Faber-Castell-Patronen benutzen, Daimine, Pelikan, Online etc. pp. Der Füller kommt aber auch mit einem Konverter, ne? Ein recht guter Konverter, wie ich finde. Hier die Oberfläche und auch die innere Struktur von der Konverterwand ist eher ja, glatt gehalten, was ich sehr gut finde, denn das bedeutet, das hindert die Tinte nicht daran zu fließen. Ja, bei manchen Konvertern habe ich das nämlich gesehen, wenn die Innenstruktur, also die Innenwand von dem Konverter so milchig, so matt ist, dann kann es Probleme geben, dass wenn dann der Füller andersrum gelagert wird, dass die Tinte sich dann hier sammelt und die Feder schnell austrocknet, weil hier nichts nachläuft. Ja, dann muss man dann mit dem Finger dagegen hauen, damit es wieder runterkommt. Ist schwierig. Ist bei dem Füller jetzt überhaupt nicht der Fall. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man jetzt diesen Füller eidroppen könnte, beziehungsweise sollte. Denn dieses Material, was hier verwendet wurde, wirkt auf mich. Ich bin halt kein Fachmann, klar, aber es wirkt auf mich so, als hätte man das von innen irgendwie beschichtet. Also deswegen sage ich, bin mir nicht sicher, ob das jetzt echtes Mother of Pearl ist oder ob das also mit so einer Art ja, Lack aufgesprüht wurde von innen oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das würde jedenfalls erklären, eventuell, warum hier so ein paar kleine Stückchen fehlen. Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus. Aber ist auf jeden Fall ein sehr guter Stift, ein sehr guter Füller. Und um mal gleich mit dem Füllergrößenvergleich zu kommen. Ja, lege ich mal hier meinen Pantry bereit und schaue, dass ich einigermaßen im Bild bin. Vielleicht kann ich das Licht ein bisschen optimieren.
Ja, keine Ahnung, muss ich mal nachher gucken. Ja, wird doch ziemlich hell jetzt. Ja, okay. Also, der Lachjewa Lux ohne bestimmte Modellbezeichnung. Dann im Vergleich noch einmal der Conklin Endura im Abalone. Ja, dann lege ich noch dazu den Lamy Allstar. Ja, warum nicht? Habe ich noch ein bisschen Platz. Twisby Diamond 580 und einen ja, Kaweco AC Sport. Ja, also merkt man schon, ist Standardgrößenfüller. Liegt auch sehr gut in der Hand. Ich zeige euch auch gleich nochmal, was er so wiegt. Ja, jedenfalls im Vergleich mit den Federn. Hier der Conkling Endura, ne, da merkt man, der ist vom Griffstück her schon so ein bisschen schmaler oder ein bisschen dünner, also kürzer. Der Lamy Allstar. Twisby Diamond 580. 580. Und die richtig lütte Feder vom Kaweco AC Sport. Ja, das lasse ich gleich mal liegen. Der kommt gleich zurück in die Schatulle. Den kriegt nämlich die liebe Özlem, die mir den quasi geliehen hat, demnächst wieder zurück. Und dann nochmal kurz die Dings, also was er so wiegt. Ne? Einmal im Ganzen mit der schwersten Tinte der Welt, die ich euch gleich zeige. Ja, also knapp 42 Gramm insgesamt, also 41,92 insgesamt. Davon wiegt die Kappe, na Moment, das hatte, muss ich nochmal einen ausmachen, NF. Die Kappe wiegt 18,8. Ja, und der Rest des Füllers 23,15, 1,4. Wie immer. Ja, und um ein Schreibbeispiel kommt ihr natürlich auch nicht rum, ist klar, ne? Das wisst ihr aber auch. Ja, und ja, gut, dann fange ich mal an. Das ist hier der Lachi, jetzt muss ich kurz spicken, Lachi Eva Lux. Ich schreibe jetzt mal hier in Klammern. Abalone Schrägstrich Mother of Pearl. Ja, das ist eine, ich schreibe es gleich mit dazu, eine Schmidt-Feder, Schmidt-DT, Schmidt-Nib in der Stärke fein. Ja, Stahl. Klar. Die Tinte, ja, was nehme ich immer als Tinte, wenn ich nicht weiß, welche Tinte ich nehmen soll? Genau. Pilot, Hiroshi, Suku, Konpeki. Ja, also quasi mein Lieblingsblau. Und den Standard, Testsatz. Ja, gut, ist halt eine Stahlfeder, ja, in fein. Ich bin ja kein wirklicher Fan von feinen Federn. Einfach deswegen, weil die dazu neigen, oft auch so ein bisschen so zu kratzen. Das ist bei der jetzt zwar jetzt nicht wirklich der Fall, also sie kratzt jetzt nicht. Sie hat aber doch ein enormes Maß an Feedback. Also ein Maß an Feedback, das für meinen Geschmack jetzt schon ein bisschen too much ist.
Gut, ich muss zugeben, ich habe die Feder ein bisschen nachbearbeiten müssen. Also ich habe mit dem Micromesh habe ich ein paar Achter gezogen, ja, ein paar Schleifen gezogen, damit das Ganze noch so ein bisschen sanfter wird, ja. Und danach hat sich die Feder eigentlich so recht gut ja, verwenden lassen, wie jetzt halt hier in dem Beispiel jetzt auch zu sehen ist. Das Gute ist halt eben, das hab ich schon erwähnt, dadurch, dass das Lachierer Lux jetzt hier bei dem Füllermodell ein Federaggregat von Jowo bzw. von Schmidt verwendet hat, kann man diese auch leicht austauschen. Also ich kann und werde wahrscheinlich auch jetzt demnächst eine Medium-Feder nachbestellen und da in den Füller quasi hineinbauen, also quasi austauschen. Die Feder selber ist von guter Qualität, ne? Aber es ist halt fein. Ja, das Feine, das ist nicht so mein Ding. Dennoch aber kann ich sagen, der Füller ist schon recht gut, ne? Weil einmal halt eben hier so die Optik. Ja, wenn man mal so bedenkt, ne? Also der Füller, der kostet unter 100 €. Ja, ist auch eine Hausnummer, aber jetzt für einen Füller mit einer solchen Feder, mit einer Schmidt-Feder, die sich leicht ausbauen lässt. Also quasi mit einer deutschen Feder, mit diesem Packaging, was mit dabei ist, ist es schon ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, als ich jetzt sehen würde, wie beim Original, ne? Also würde ich jetzt wirklich sagen, es kann sich schon lohnen, sich den Füller zu kaufen, selbst wenn man die Feder austauschen muss, weil er einfach wirklich an sich gut schreibt, ne? Wie gesagt, die Kappe, die dichtet sehr gut ab, ja. Das gefällt mir unheimlich gut. Also ich muss nicht irgendwie so tupfen, damit die Tinte nachläuft oder sowas, ja. Das Problem habe ich ja beim Original jetzt gehabt im Review. Und von daher. Ja, das schnelle Schreiben funktioniert auch ganz gut. Rückwärts schreiben funktioniert erstaunlicherweise auch ganz gut, ja. Auch wenn ich es jetzt niemals benutzen würde oder sowas, ja, aber da, das ist vom Feedback-Faktor, würde ich sagen, genauso wie vorwärts. Also, und was man hier halt auch sehen kann, ne, der Tintenleiter ist sehr flüssig. Also, das ist kein Füller, der schnell eintrocknen kann, weil halt eben der Tintenleiter, ne, man kennt das ja von Jowo, doch recht, ja, Tinten. Fließfreudig ist und das finde ich auch ganz gut so, ne? Besonders ich mag das ja, wenn ich am Schreiben bin, dass da ein Maß an Tinte aus der Feder herauskommt, wo ich sagen kann, ey, das sieht auf dem Papier schön aus, man kann die Farbe der Tinte erkennen, ich muss nicht nachdrücken, ja, also ich muss es nicht nachdrücken, damit irgendwie was an Linienvarianz herauskommt. Ah ja, Linienvarianz, klar. Also die Linienvarianz ist für eine feine Stahlfeder nicht anders da, nicht besser, nicht schlechter als bei anderen. Ich würde aber dennoch sagen, wenn man da jetzt wirklich flexen wollen würde, sollte man sich eine andere Feder einbauen. Ne? Also für eine gewisse Linienvarianz ist schwierig. Ne? Besonders diese feine Feder, die auf mich so ein ganz, 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 ganz bisschen ja, kratzig wirkt, da hätte ich dann schon die Angst, dass ich hier mit dem Korn ja. Hier, also das Papier aufkratze, müsste jetzt nicht sein, aber da gibt es andere Möglichkeiten für. Ne? Also vor allem auch als Ersatz, Austauschfedern kann man den Füller benutzen. Das finde ich wirklich, das ist einer der besten Dinge an diesem Füller, die ich auch wirklich nennen kann. Ne? Also wenn man mit der Feder nicht zufrieden ist, ja, also einmal hier, der Tintenleiter trocknet nicht aus, weil die Feder, weil die Kappe luftdicht abgeschlossen ist. Ja, das machen viele andere Füller, auch wesentlich teurere Füller machen das nicht. Ja, der Tintenleiter, der ist durchgängig, der setzt nicht aus. Das ist wunderbar. Und wenn ich halt irgendwie keinen Bock mehr habe auf, ja, also auf die Federstärke, dann nutze ich halt einfach, ja, diese Eigenschaft, dass ich den Füller einfach, also die Feder einfach austauschen kann. Ne? Ja, ansonsten, wie gesagt, der Füller, den habe ich gekauft bei Amazon zu einem Preis von ungefähr 90, 95 €. War auch relativ schnell da. Da war sogar ein Tütchen, ein Stofftütchen mit dabei, wo quasi diese Schatulle
mit drin gewesen ist. Ja, also eher so ein bisschen so, ne, die Damen werden das kennen, wenn sie bei den ganzen ja, Klamottenläden einkaufen gehen, dass es dann so kleine Tütlein gibt. Aus Jute, würde ich sagen, war das Material. Auf jeden Fall, ja. Also ich würde schon eine Kaufempfehlung für den Füller aussprechen. Wer diese Optik mag, also wer solche Art von Füller mag, oder einfach nur ja, zum Sammeln oder wie auch immer, weil er macht schon was her, ne? Also klar, man muss es halt eben mögen. Für manche ist es zu viel Blink Blink, ne, oder so. Ich find's super, einfach aus dem Grund, weil ich halt eben aus meinem musikalischen Hintergrund das ohnehin schon habe, dass ich aus diesem Material schon Inlays, also Verzierungen an der Gitarre habe, mag ich das auch an Füllern. Und auch noch zu dem Preis ist okay. Ist okay. Also der Füller an sich ist okay. Er hat keine, also abgesehen davon, dass halt eben hier dass das Material an manchen Stellen nicht so durchgängig ist, wobei ich nicht weiß, woran das liegt, kann ich schon sagen, dass der Füller echt gut verarbeitet ist. Er macht auch keinen billigen Eindruck. Ja, also wenn man das ja so kennt von anderen Herstellern, da merkt man schon, der hat ein bisschen was gekostet, ne? Also man kennt es ja vielleicht, wenn man sich einen billigen Füller kauft für ja, 4, 5 € oder so, der fühlt sich vom Material her, von der Haptik her schon anders an als jetzt hier sowas, ne? Weil, wie gesagt, er ist auch nicht so ganz leicht. Also er macht schon was her und gefällt mir sehr gut. Klare Kaufempfehlung, wem sowas gefällt. Und ja, okay, Freunde. Gut, dann habe ich euch alles gezeigt. Ja, dann bin ich wieder am Ende für heute. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen, dann fragt bitte sehr gerne. Ansonsten, ja, sehen wir uns beim nächsten Review, Freunde. Bis bald und ciao.